Diese Perspektive, der Patient steht im Mittelpunkt, das habe ich schon 1 Million Mal gehört. Vielleicht war es sogar 2 oder 3 Mal auch wirklich ernst gemeint. Das liegt daran, dass es eigentlich eine Art Ziel ist, dass man versucht, den Patienten in den Mittelpunkt zu bekommen. Und dabei kann die intelligente Technologie definitiv helfen. Die Vernetzung, die digitale Vernetzung selbst, natürlich auch solche smarten Geräte, Smartphones und die ganze Sensorik überhaupt, die jetzt gerade entsteht und bestimmte Daten überhaupt erstmals erhebbar macht. Worauf kommen wir hinaus? Ich glaube, wir kommen darauf hinaus, dass die längst überfällige Individualisierung in der Medizin, das bedeutet die Behandlung von Patienten, nicht nur vom Arzt individuell, das tut er schon ganz lange, sondern auch von den zum Beispiel Medikamenten, zum Beispiel von den Gerätschaften auf individuellen Ebenen erfolgt. Und da sehe ich es nicht nur ein riesiges Potenzial drin, sondern auch eins, das mit intelligenter IT und intelligenten Messmethoden und der dazugehörigen Auswertung auch gehoben werden kann. Ganz konkret, wenn wir uns anschauen, was Bluthochdruck angeht, wenn wir uns anschauen, was bestimmte Formen von Zuckererkrankungen angeht, da geht man sehr häufig noch nicht so präzise ran, wie es mit digitalen und smarten Methoden gemacht werden könnte, wenn man die richtigen Daten zum richtigen Zeitpunkt hat. Will sagen, ja, vielleicht schafft es die smarte digitale Medizin, den Patienten tatsächlich in den Mittelpunkt zu holen. In dem Moment, wo von dem Patienten selbst die Daten so präzise ausgewertet werden können, dass man auch ganz individuell auf ihn reagieren kann.